auch mein Charakter, der manchmal eben auch ein bisschen von meinem Umfeld als speziell bezeichnet wird. Das heisst? Scheinbar höre ich immer, ja, du bist halt anders. Ja, vielleicht im Alter denke ich auch, ja, wäre vielleicht noch schöne Familie hätte man gehabt, oder? Früher hatte ich keine Zeit, irgendwann hätte ich Zeit, aber passt. Also geht es halt nicht mehr. Als ich auf Holiday on Ice, der grosse Star und alles, und Fernsehen dort, da, Film, trotzdem einsam gefühlt und auch krank geworden bin und also wirklich auch schwierige Zeiten erlebt habe. Neuer Sonntag, neues Sensationell und vor allem neues Abo. Mich würde es sehr freuen, wenn auch ihr zu unseren Followern wieder gehört. Und draussen lässt der Frühling langsam das Eis schmelzen. Aber nicht für unsere Eisprinzessin, Dönis Bielmann. Hey, freut mich sehr. Hoi Sven. Ja, freue mich auch. Ja, Weltmeisterin von 1981 und Europameisterin auch von 1981. Ja. Wie war das damals für dich? Wie war der Medienrummel auf dich? Wie hat das auf dich gewirkt? Also es ist ja schon früh losgegangen, schon mit, ich weiß nicht, schon das erste Mal, wo ich glaube in der Zeitung war, ist mit 10 schon grosse Artikel und nachher auch immer so weiter, oder? Ist immer, ich bin schon mit 13 das erste Mal an der WM, mit 14 schon Kür gewonnen an der Europa und oder Silbermedaille auch noch erreicht und ja, so ist es immer weitergegangen. Obwohl ich natürlich dann gewonnen habe, hat man es auch ist wie so wie in einem Film gsi, also da ist einfach die ganze Welt auf mich zugestürmt, also ob es jetzt von Amerika, Japan, China, alle haben etwas von mir wollen. Ich habe Werbungen dann gemacht in Amerika, in Japan, in Europa, habe Filmangebote, habe gedreht mit dem Thomas Gottschalk und dann und Mike Krüger einen Spielfilm gemacht, gesungen und tanzt im Fernsehen. Also es war wirklich so gewesen, wie in einem Film. Oder vorher war ich immer noch daheim gewesen und immer an die Wettkämpfe natürlich, viel unterwegs gewesen auch. Aber auch mit der Mami. Und plötzlich bin ich als 18-jährige Weltmeisterin geworden und bin dann, hat meine Mutter nicht mehr können, überall mitkommen, weil ich ja auch noch eine Schwester hatte, die sie daheim gewesen. Und dann bin ich plötzlich ja, wie in einem Märchen, allein unterwegs auf der ganzen Welt. Und alle haben etwas von dir gewonnen. Im Glamour, Fernsehunterhaltungsshows etc. Also es war einfach crazy eigentlich, ja. Aber hat es mal den Moment gegeben, der dich total überfordert hat? Ja, doch, schon. Eben, weil es eben dann so viel war. Und ich habe dann auch meine Freunde vermisst. Oder mein Privatleben habe ich vermisst. Auch und habe dann wie immer geschaut, wenn es nur zwei Tage mal einen Moment gegeben hat, wo ich könnte heim, bin ich heimgeflogen für einen Tag und wieder zurück und einfach mehr Stress gehabt, zwar so, anstatt dass ich mich vielleicht dann nicht mal ausruhen konnte an einem Ort. Aber das ist mir dann plötzlich wichtiger geworden. Also ich habe nur noch geschaut, wo kann ich heim, wo kann ich die wieder sehen, wo kann ich meinen Freund sehen, meine Clique. Ja, weil das andere einfach fast dann plötzlich too much war. Mhm. Wobei ich es auch schon auch schön gefunden, aber einfach das Privatleben ist halt dann doch auch wichtig. Genau, und da reden wir nachher noch ein bisschen mehr drüber. Aber zuerst, Dönis, beschreib dich in einem Wort. Wer ist Dönis Bielmann? Also, ja, also ich finde, ich bin eher lustig. oder ich hasse gerne lustig. Ich bin nicht, ich kann nicht gerne so die, also so sollte man sein in dem Alter, man sollte sich so anziehen, also so die gesellschaftlichen Regeln, finde ich, durchbreche ich auch. Und ja, einfach ein bisschen lebe Frau zum Teil, aber auch sehr gewissenhaft trotzdem auch. In dem, was ich erreichen möchte, dort bin ich extrem ehrgeizig auch. Aber ich kann switchen. Mhm. Also ich kann total extrem sein, nur noch trainieren, zack, zack, Gesundheit, das alles. Und dann kann ich mal sagen, jetzt switche ich mal
Und dann mache ich mal das andere und dann auch übertreiben. Also gerne ein bisschen übertreiben. Mhm. Also kann man sagen, humorvoll und gewissenhaft vielleicht. Die Wörter passen sehr gut zu dir. Ja, doch. Oder manchmal auch als Ausbrecher. Ja, also eben, ich bin manchmal auch so etwas Rebellisches in mir inne, aber auf glaube nicht die Art. Perfekt. Und jetzt möchte ich auch nicht sein hier in der Sendung, weil wir kommen zu unserer ersten Rubrik und die heisst bei uns Kaffee, Tee oder Mehl. Ja, Dönis, was hättest du bei uns gerne zu trinken in der Show? Ich nehme jetzt Tee. Also ich bin eigentlich eher ein Kaffeetrinker, aber den habe ich halt schon gehabt, jetzt nehme ich. Ja, sehr gut. Also wir haben Hagebutten-Tee, Ingwer-Zitrone. Ingwer-Zitrone nehme ich. Okay, sehr gerne. Super, tun wir dir nachher gerade servieren. Danke. Ja, du hast vorher erzählt, dir sind die Freunde halt gleich auch immer sehr wichtig gewesen, oder es können in den Ausgang zu gehen, neben deiner Profikarriere. Also ich glaube, einfach wichtig war mir, den Ausgleich halt auch ein bisschen zu haben. Also ich war halt in so einem Teenager-Alter und da ist halt dann manchmal auch unwichtig, also dass du deine Freunde siehst. Also es ist jetzt nicht immer Ausgang. Also ich habe da nicht ständig in der Disco, früher hat man halt Disco gesehen, umgehängt oder so, aber halt einfach, dass ich meine Leute sehe und das ist mir vor allem wichtig. Mhm. Und dann hast du das gleich ein bisschen unter einen Hut bringen. Ja, aber ich musste wirklich schauen, also eben unter Stress, dass ich halt immer heim bin zwischendurch und so das auch einrichten konnte. Eben, deine Mutter war ja deine Trainerin auch. Ist sie eine strenge Trainerin gewesen? Nein, sie ist eigentlich, ich glaube, von ihr habe ich auch das Humorvolle, auch so das Direkte. aber sie, ich war die treibende Kraft gewesen. Also es ist nicht so, dass sie gesagt hat, du musst jetzt so und so viele Stunden trainieren. Sie hat am Lehrer gesagt, du, jetzt reicht es dann. Du bist schon genug auf dem Eis oder so. Aber ich wollte halt immer auf das Eis, schon als bisschen, am liebsten den ganzen Tag und am Abend nochmal. Vielen Dank. Also eben zwischen der Schule, nach der Schule, Ballett, nach dem Ballett nochmal wollen. Da hat meine Mutter gesagt, nein, also jetzt ist... Also du hast nie genug bekommen, sozusagen. Ja, wirklich. Mhm. Es ist von Anfang an einfach so die extreme Leidenschaft, also, wo man war und wo mich das Eislaufen fasziniert hat. Und wo ich auch schon als 7-Jährige wollte Weltmeisterin werden. Wann bist du eigentlich das erste Mal auf dem Eis gestanden? Kannst du dir das noch erinnern? Also erinnere nicht von den Fotos. Also ich war 3 und das war das erste Mal. Was ich mich so erinnern kann, eben so die vielleicht so 5- oder 6-Jährige, wo ich halt so Pirouette geübt habe. Und, mein Vater musste ja von ganz weit filmen, weil wenn man mich gefilmt hat, habe ich sonst gerade aufgehört. Das habe ich gar nicht gern. Okay. Nein. ganz weit weg. Also eben, ich habe geübt für mich im Ecken, ohne meine Mami. Meine Mami ist ja nur für sich ein bisschen fahren. Und ich und meine Schwester haben gespielt oder eben ich habe dann von selber angefangen zu trainieren. Und so ist sie dann von anderen Leuten darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich Talent habe. Mhm. Und eben, du hast vorhin gesagt, du hast immer auf dem Eis sein, hat dich das Eis in den Band gezogen, eigentlich sozusagen. Bist du ein bisschen süchtig nach dem Eis? Ich glaube, es ist alles. Leidenschaft, Sucht, whatever. Es ist einfach, es hat mich fasziniert. Und ich wollte nur noch einfach auf dem Eis. Ich habe mich dort am wohlsten gefühlt. Also ich denke, es ist wirklich das grösste Glück auch, dass ein Mensch durch jemanden angeführt wird an das, was eigentlich dann das ist, was genau dir entspricht. Mhm. Oder? Es hätte ja können sein, dass meine Mutter gerne Tennis gespielt hat und mich auf den Tennisplatz mitgenommen hat. Und das hat mir nicht so entsprochen. Und das Lustige ist ja auch, du hast eigentlich gar nicht so gern kalt, gell? Aber verbringst richtig Zeit in der Eishalle. Ja, das ist so, aber ich glaube, das hat so wie jede Eisläufer. Also man ist so viel in der Kälte, dass man dann vielleicht irgendwann einfach dann lieber auch mal die Wärme noch sucht als Gegensatz. Mhm. Aber lustigerweise, wenn ich trainiere, macht mir die Kälte nicht so viel aus, weil ich ja dann in Bewegung bin. Es ist aber trotzdem. Kälte geschädigt. Also gehst du, wenn du in die Ferien gehst, lieber an die warmen Orte? Immer. Wirklich? Immer. Beach, Strand. Ja.
ja, wirklich warm. Ich habe es gerne richtig heiß dann auch. Und eben, ich glaube, mit 8 hast du sogar den ersten internationalen Wettbewerb in Belgien gewonnen. Das ist ja richtig, gell? Ja. Dort ist dann eigentlich so ein bisschen losgegangen. Also langsam ja hast du gemerkt, so, ja, so schlecht kannst du gar nicht sein auf dem Eis, oder? Ja, also ich habe das selber, glaube ich, ich habe es dann schon gemerkt, so ein bisschen von Reaktionen der Leute, oder weil ich schon im kleinen, jungen Alter gewonnen habe gegen viele Ältere. Aber natürlich, international ist nochmal eine andere Geschichte. Und dort habe ich auch gerade gewonnen. Und das, ja, von dort weg immer, fast immer gewonnen. Ja, dann motiviert es natürlich noch mehr, oder? Macht einem, das ist natürlich klar. Oder wenn man merkt, man ist nicht schlecht in dem. Und wie hast du das eigentlich alles unter einen Hut gebracht? Schule, Training, Freunde? Mhm. Wie hast du das können machen? Also ich habe, ich bin am Anfang ganz normal in die Schule. Ich habe dann können, nach den ersten 6 Jahren habe ich können einfach eine Privatlehrerin hat mich dann unterrichtet, weil früher hat es noch nicht die Sportschule gegeben wie heute. Aber sie hat das gemacht ganz zu einem günstigen Preis, weil meine Eltern das gar nicht leisten konnten. Es war eigentlich mehr Goodwill von dieser Lehrerin. Und so konnte ich das dann können, am Morgen trainieren und am Nachmittag in die Schule. Mhm. Und dann zwischendurch, ich hatte natürlich oft viel auf dem Eis meine Freunde und Gespräche. Und so ab 15 habe ich dann eben so die Clique kennengelernt. Also auch ein Mädchen, das mich angesprochen hat. Und dann bin ich oft, manchmal am Abend ins Gele, also so hat das Restaurant geheißen. Und dann aber einfach bin ich am 9 Uhr wieder daheim gewesen oder so. Also da ist man wirklich einfach einen Kaffee getrunken und ist mit denen so ein bisschen zusammengehockt und dann wieder gegangen. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Ausgleich als Teenager, weil du halt im Training, wenn du trainierst als Einzelläuferin, du bist ja dann doch für dich ein bisschen allein und das Kunde und alles habe ich allein gemacht. Mhm. Einfach vor und nach dem Training, klar, hat es auch natürlich meine Gespännchen vom Eis gehabt. Aber irgendwie ist das dann gegangen, ja, dass man hätte können, dass so ein bisschen einen Ausgleich geben. Weil es ist halt schon so, wenn es dann zu einseitig ist und dann nur noch gar keine Freunde hätte, zum Beispiel, ich glaube, das wäre für mich nicht gut gewesen. Hm. Ja, Dönis, ich würde sagen, wir kommen zu einer weiteren Kategorie. Und die heisst bei uns 1 von 3. Und bei dieser Kategorie darfst du 1 von diesen 3 überziehen und eine Farbe auswählen. Und dahinter versteckt sich ein Stichwort und zu dem stelle ich dir dann eine Frage. Ich nehme jetzt Grün. Grün? Jetzt Grün ist ja die Trendfarbe. Von dieser Saison habe ich. Für diese Summe, okay. Ja, genau, scheint's. Schau mal, was da drin ist. Geld. Geld, okay. Was bedeutet dir Geld oder wie wichtig ist dir auch Geld? Ja, also auf eine Art ist es mir nicht unwichtig, weil es ermöglicht natürlich, dass du das Leben so einzurichten kannst. Aber es ist sicher nicht das Glück, sagen wir es so. Aber irgendwie ist es immer, es ist immer ein bisschen zu mir gekommen, habe ich das Gefühl gehabt. Also weil mir das vielleicht eigentlich, also ich muss mal so sagen, früher völlig unwichtig war. Und ich konnte halt dann relativ früh viel Geld verdienen, als ich dann in Stargast war und als Profi auf der ganzen Welt Engagement hatte auch. Und in der Profiszene als Weltmeisterin kannst du sehr gut verdienen. Also vor allem Werbeverträge? Oder? Werbeverträge, dann die Wettkämpfe, die Profi-Wettkämpfe. Ich bin ja dann auch 11-fache Profi-Weltmeisterin geworden. Und es hat dann so andere Competitions noch gegeben. Und dann hat es natürlich überall hat man grosse Beträge bekommen. Das war ja alles in Amerika und Japan und Werbeverträge und schon Engagement. Ich war ja nur noch unterwegs. Oder? Mhm. Und das hat man so seinen Marktwert und ich natürlich mit der Pirouette, wenn man auch sehr beliebt ist. Eben dreifach Lutz hast du als erste Frau, glaube ich, geschafft. Ja, gell? Genau. Ja. So Eckpunkte. Und ich habe immer sehr, eben Birnenpirouette auch, und ich habe immer sehr originelle Showprogramm gehabt, ein Wettkampfprogramm, das halt beim Publikum wahnsinnig gezogen hat. Auch mit Techno, House und so Sachen, nicht nur das Gängige. Mhm.
so ein bisschen als erste auch in diesem Bereich gewesen. Und dann bin ich so ein bisschen auch ein Zugpferd geworden von diesen Wettkämpfen und Shows. Und so konnte ich es verdienen. Genug. Aber eben gesagt, wenn man etwas älter wird, schätzt man es einfach mehr, würde ich so sagen. Oder? Wie sieht denn das aus? Weißt, hat man vielleicht früher, 1981, als du das erste Mal die WM gewonnen hast, hat man dort weniger Geld verdient, als man heute verdient? Oder wie sieht das aus? Ist das wie beim Skifahren auch mehr geworden? Kann man das vielleicht mit dem Skifahren auch vergleichen? Ja, also es ist. Also eben früher, als bei den Wettkämpfen, bevor man quasi Profi geworden ist. Also das sind die ISU-Wettkämpfe, hat wie unter Amateurstatus gewesen. Also alle haben bei Profis trainiert, aber man durfte nichts verdienen. Und dort hat man nichts verdient. Heutzutage bei den ISU-Wettkämpfen gibt es auch für den ersten Platz und so viel. Also kann man verdienen, weil sie haben halt gemerkt, alle gehen zu den Profis, weil es ja dann auch interessanter ist. Und natürlich darf heutzutage, wenn du an diesen ISU-Wettkämpfen startest, darfst du auch Werbeverträge annehmen, was wir hier nicht haben dürfen. Also ich habe zu selber einer Zeit, als ich eben mit 5, 16 Jahren ich auch Werbeverträge hatte, aber ich habe nicht das Geld. Nein, das ist dann einfach zum Verband. Oder? Okay, also du hast Werbung gemacht, dein Gesicht angehabt, aber hast nichts daran verdient, sozusagen. Ja, genau. Aber nachher, als ich dann mit 18 ins Profilager, also nach dem Weltmeistertitel ins Profilager gewechselt bin, dann habe ich das natürlich dann dürfen, alles. Und dann ist es ja immer noch genug abgegangen und ich war auch sehr jung gewesen und ja. Das ist ein bisschen anders heute, ja. Heute dürfen wir das schon gerade jederzeit. Aber kannst du sagen, wie viel du über die ganze Zeit verdient hast? Also es ist auch so, dass ich, also ich müsste jetzt nicht unbedingt immer so arbeiten, so streng. Also du könntest es ein bisschen relaxter nehmen. Ich könnte es ein bisschen relaxter nehmen, genau. Ja, aber ich finde es halt schön, einen Lebensinhalt zu haben und eine Aufgabe zu haben. Und das ist mir auch wichtig, dass ich mein Wissen und Können weitergeben an einen jungen Nachwuchs. Und eben, nach der Sendung gehst du auf Öhrliche. Was bringt es, wenn du einfach nur noch rumhockst? Genau. Wobei ich habe sonst noch viel anderes neben dem Eis, natürlich viel Fernsehangebote und Talks und Vorträge und so Sachen. Aber ja, mir macht das Leben so, wie ich es eingerichtet habe, Spass. Und deswegen, ja. Und es schadet ja dann auch nicht, noch etwas zu verdienen. Genau, und jetzt tust du ja eben viele Nachwuchstalente fördern, oder? Ja, also ich arbeite ab dieser Saison auch für den Schweizer Eislaufverband, was ich sehr schön finde, bin ich angefragt worden. Und ich kann vor allem das Kader der verschiedenen Kategorien unterrichten, also vom Schweizer Eislaufkader. Mhm. Also spezielle Weekends, Workshops und ja, da freue ich mich mega drauf. Das fängt jetzt dann bald an. Und eine spezielle Geschichte ist auch damals, als du deinen Mann, den Colin, kennengelernt hast, oder? Ja. Das ist ja. Ja, so. Können wir sagen. Wie ist das damals gegangen? Du hast ihn gesehen, oder? Und bist du verliebt gewesen? Also, es ist so, ich bin nach Nizza für die Holiday on Ice. Ich war ja engagiert als Stargast. Ich wollte aber nicht so einfach mal meine Probe machen für die kommende Stadt. Und lauf in die Halle rein. Ich bin irgendwie oben reingekommen, schaue runter. Und das war der ganze Cast auf dem Eis von Holiday on Ice. Und er ist mir einfach gerade ins Auge hineingestochen. Also, einfach, er hat so wirklich mega hübsch ausgesehen und war so cool angezogen gewesen und war so ein bisschen Brad Pitt-Typ gewesen. Eine Mischung zwischen David Bowie und Brad Pitt. Also, es haben ihm viele Leute sogar verwechselt. Je nachdem, wie er die Haare gehabt hat. Ja. Und das Lustige ist ja, ihr habt euch irgendwann scheiden lassen, aber sind dann wieder zusammengekommen. Wie ist das gegangen? Ja, genau. Wir haben uns halt sehr früh geheiratet und irgendwie so ein bisschen verschiedene Entwicklung durchgemacht und dann haben wir dann gefunden, ja, dann scheiden wir. Er ist dann nach England und ich bin da geblieben. Und dann hat das irgendwann den Blick rausgefunden.
dass wir geschieden haben und haben dann mir angerufen und haben gesagt, ja, weil so Statements halt, und haben gesagt, ja, sie rufen jetzt noch Colin an. Und dann habe ich gedacht, wir haben ja keinen Kontakt mehr gehabt, da ich dachte, ja, ich rufe ihn jetzt an, um ihn zu warnen. Ja, das ist dann der Blick gerade. Der Blick rufen jetzt dann an und ja, dass er gefasst ist, oder? Und dort ist so das Gespräch, wo wir dann wieder reingekommen sind und dann beide gemerkt haben, dass wir uns eigentlich vermissen. Also eigentlich ist ja der Blick schuld, dass wir wieder zusammen sind. Also nicht schuld, zu verdanken. Aha, absolut. Und das Lustige ist auch, was ich gesehen habe, du lebst seit, ja, ich glaube jetzt inzwischen über, nein, es sind sogar 37 Jahre, glaube ich, schon inzwischen, wo du in der gleichen Wohnung lebst. Ja, also, verrückt, oder? Das ist wirklich... Weißt du, ja. Hast du nie zügeln oder? Nein, zuerst habe ich immer gedacht, ja, also wir haben da nichts anderes gefunden. Da habe ich gedacht, ja, für so zwei Jahre ist das ja okay. Oder so, so vorübergehend, oder? Und irgendwie habe ich gefunden, ja, eigentlich gefällt es mir auch. Und dann ist es halt immer weiter. Und dann zwischenzeitlich haben wir gedacht, ja, also jetzt doch eine neue Wohnung. Und dann haben wir mal angefangen, dann wieder keine Zeit mehr gehabt. Und das ist immer so ein bisschen Welle. Und jetzt bin ich tatsächlich wieder am... Am Schauen? Ja, tatsächlich. Jetzt denke ich, nein, jetzt... Jetzt musst du etwas Neues jetzt haben. Jetzt möchte ich mal wirklich... Ja. Es ist ja auch deine erste Wohnung, gell? Ja, es ist wirklich... Also mir gefällt es, ist nichts dagegen. Aber ich habe jetzt gedacht, nein, also jetzt muss ich doch mal... wie sagt man, Nägel mit Köpfen? Ja, absolut. Ja. Ja, und Dennis, ich würde sagen, wir machen hier auch Nägel mit Köpfen, weil wir kommen zu einer weiteren Kategorie und die heisst bei uns noch nie gesagt. Ja, bei noch nie gesagt, Dennis, gibt es irgendetwas, was du noch nie den Medien erzählt hast und hättest vielleicht sogar schon gerne mal darüber geredet? Also eben, ich bin schon so viel gefragt worden, ist noch schwierig und ich gebe auch immer viel Antwort. Auch, ja. Also dadurch bin ich nicht so verklemmt. ja, vielleicht. Also ich habe bin ich ein bisschen sozial eingestellt. Okay. Also ich habe so eine Ader in mir. Das Helfer-Syndrom. Ein bisschen. Ja. Wenn ich höre, oh, jemand hat etwas nicht oder in der Garderobe, und dann schaue ich sofort, ja, ich kann nicht das oder das. Oder wenn ich auch so für ältere Leute, wo ich sehe, oh, die hat ein bisschen Mühe oder das, schaue ich gerade, könnte ich helfen? Und ja, ich mache das gerne und ich könnte mir einmal so vorstellen, also wenn ich jetzt nichts mehr mache, dass ich mal so ja, irgendwie so ältere Leute kann noch jemand hinfahren, wo sie nicht ankommen oder können posten oder so etwas. Also ich helfe ja jetzt viel meiner Mami. Eben, es ist 92, gell? Ja, ja. Und ich mache das auch sehr gerne. Ich habe ja nicht so viel Freizeit, aber ich gehe wirklich jeden Morgen und helfe ihr und mache. Ich mache es gerne und ich habe auch andere Leute, die ich schon im Haus, wo ich gesagt habe, oh ja, kann ich ihnen auch noch die Tasche aufbringen oder so. Also es klingt jetzt so ein bisschen wieder Eigenlob. Aber auch, ich kann einfach nur sagen, ich habe so ein bisschen diese Ader einfach. Du hast einfach keine Freude. Ich das gerne mache. Ja. Aha. Also ja. Ist auch ein bisschen, man kann ja schon sagen, es ist auch ein bisschen Leidenschaft, eben so Leute zu unterstützen. Ja, es ist einfach, also es fühlt sich auch gut an für mich. Und ich sehe dann, jemand anders freut sich über das. Ich glaube, so ein bisschen, dass man jemand anderem einmal ein Lächeln zaubern kann, ja, was es vielleicht nicht immer so gut hat. Oder? Also. Mhm, absolut. Aber Dennis, etwas, was mich jetzt noch extrem wundernimmt. Du bist ja heute auch selber immer noch auf dem Eis. Und dann zieht man doch immer die Reise, macht die Pirouette. Wird einem da manchmal nicht vielleicht fast langweilig, um das alles auf dem Eis wieder ausprobiert oder macht? Oder ist das eine Sucht auch von dir? Nein, es ist halt wie so etwas Künstlerisches auch. Oder? Auf dem Eis, man macht ja immer wieder neue Programme und es ist sehr ein kreativer, künstlerischer Bereich. Klar, Elemente so, die bleiben so ungefähr. Also man versucht schon immer wieder ein bisschen neue Sachen reinzubringen, aber so auf Musik fahren und Neues interpretieren. Ist schon sehr ein Prozess, der nie langweilig ist. Und du kannst immer besser werden und es ist immer spannend. Mhm. Also dieser Bereich. Und, ja. Das Kreative gefällt dir auch. Musik ja. Einfach auch. Ja. Wenn ich jetzt auch nur trainiere, schon meine Sprünge und so, und ich guten Sound einstelle, es ist einfach, gibt so ein bisschen Adrenalin. Und wenn man nach dem Training fühlt man sich immer so gut. Ich meine, das ist allgemein beim Training, egal welchen Sport du machst. Man fühlt sich einfach nachher viel besser als vorher.
Und du stehst eigentlich noch täglich auf dem Eis? Ja, ich stehe täglich auf dem Eis, auch noch natürlich wegen dem Unterrichten. Mhm. Ich tue täglich ich habe meine eigenen Schüler. Wie viele Stunden sind das am Tag? Ja, schon etwa mindestens vier Stunden auf dem Eis. Und dann habe ich etwa noch dreimal in der Woche Konditionstrainings, die ich leite. Einerseits auch für den Eislaufclub Zürich. Und auch, wo ich privat noch gebe, auch für die Schlittschuhläufer. Und das hält mich auch fit, weil ich mache viele Teile auch mit in diesem Training. Ja, und das macht Spass. Und da habe ich auch immer mega guten Sound. Also ich glaube, darum kommen die Leute. Sie müssen ja mega hart trainieren bei mir. Also jetzt auch im Konditionstraining, oder? Mit Gewicht und allem und Intervalltraining. Ja. Aber ich habe immer den neuesten Sound. Und ich glaube, das darf man schon sagen, du bist inzwischen 61, gell? 60. Und du 60. Hast dich sehr gut gehalten, ja? Ich bin 60 geworden im Dezember, ja? Also es geht jetzt noch. Okay. Ja, andere gehen vielleicht so langsam abbauen und bei mir geht es so richtig voll weiter. Also würdest du sagen, es ist halt jung? Ja, ich glaube schon. Irgendwie. Du blutest gut, Kälte und nachher die Wärme. Ja, ich denke wirklich in der Sportbewegung. Du bewegst dich anders. Also ich renne immer noch die Stege auf und ab. Ich gehe nie Stege, nur normal. Das macht bei mir immer zack, zack, auf und auf. Alles immer schnell. Nicht so langsam. Eben, und ich denke auch, eben die Jugendlichen und Kinder, die du trainierst, die fordern dich wahrscheinlich auch noch recht, oder? Ja, sicher. Also körperlich und geistig. Also ich zeige viel Sachen vor. Aber du musst auch geistig total vital sein. Du musst jede Sekunde einerseits das Training kreativ gestalten, dann musst du pushen, du musst Fehler korrigieren. Du kannst nicht einmal einfach eine Minute schnell abschalten. Oder? Das ist sehr live alles, oder? Und ja, und die wollen etwas erreichen, die Läufe, die ich kann. Also, absolut. Das ist schon, die haben ihre Ziele, wo sie wollen, auch top werden. Also nicht einfach breiter Sport. Eben, wenn du die Kinder und die Jugendlichen siehst, hast du dir nie selber ein Kind gewünscht? Weil du hast keine eigene. Ja, nein, ich habe Kinder sehr gerne, aber ich bin irgendwie immer in dem Ding drin, wo ich so viel Aktives hatte und dann ja, habe ich auch nicht jetzt, irgendwie das Gefühl gehabt, ich will jetzt gerade das Kind, oder? Und ich finde, man sollte wirklich noch Kinder haben, wenn man wirklich das total bereit spürt. Ist, genau. Ja, aber ich habe natürlich jetzt wahnsinnig viele Kinder zu tun und das finde ich auch mega schön, mit den Jungen zu arbeiten. So, ja, vielleicht im Alter denke ich auch, ja, wäre vielleicht noch schöne Familie, hätte man gehabt, oder? Früher hatte ich keine Zeit, irgendwann hätte ich Zeit, aber dann passt es. Also geht es halt nicht mehr. Und ja. Aber es ist alles gut. Perfekt. Ja, Dennis, wir können noch schnell ansprechen. Du hast noch eine Biografie geschrieben. Ja. Was kann man da drin nachlesen? Es ist ja sogar ein Bestseller geworden. Man kann eben alles da drin nachlesen. Also, es ist wirklich mir wichtig, dass mehr ist als einfach, ja, und dann ist von der Karriere und das, und wirklich dahinter sieht, was ich alles was auch erlebt für Entbehrungen gemacht hast. Ja. Ja, auch mein Charakter, wo manchmal eben auch ein bisschen von meinem Umfeld als speziell bezeichnet wird. Das heisst? Scheinbar, höre ich immer, ja, du bist halt anders, du bist so mein eigenes Ding. Ich habe einfach mein Ding und das ziehe ich halt so durch. Also mein das ist sehr zielgerichtet. Nicht so gängig ist, ich weiss es doch nicht. Nein, komisch finde ich es. Also einfach so übertrieben meine Dinge. Entweder ist sie immer das oder mache ich immer das. Oder einfach so. Okay, spannend. Du musst den Alltag mit mir leben. Nein, einfach. Und ich habe halt sehr viel erlebt. Eben auch das Hintouren, wo man halt vorne immer die Glamauenwelt sieht. Eben auch das, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe während dieser Zeit. Wo ich auf Holiday on Ice, der grosse Star und alles, und Fernsehen dort, da, Film, trotzdem einsam gefühlt und auch krank geworden bin. Und also wirklich auch schwierige Zeiten erlebt habe. Also allein unterwegs gsi, meinen Geburtstag allein erlebt in Deutschland.
in einem Restaurant zum Beispiel, so Sachen, ja, und es gibt ganz viele auch Geschichten. Also von einem Wettkampf, wo ich abgehauen bin, etc. Also, und ja, auch Teenager lesen es sehr gern, haben mir die Eltern erzählt. Die lesen dann mit so roten Backen, weil ich halt auch sehr auf eine Art frech war, also unkonventionell war. Also voll immer meine Meinung gesagt, auch in der Zeitung, mein Ding durchgezogen habe. Und da sieht man eben so ein bisschen meinen Charakter auch, wo man kann, sehr emotional sein. Drin, Trauriges. Kannst du etwas von dem Emotionalen noch erzählen? Ja, es ist natürlich auch mit meiner Schwester verbunden. Also das habe ich nie können darüber reden und habe dort alles so erzählt, wie es war. Und ja, das habe ich mehrmals beim Lesen, sind mir immer wieder Tränen gekommen. Und sie ist ja dann gestorben im 15. und das alles, oder? Und das ist, genau, habe ich das erste Mal so, ja. Können verarbeiten im Buch? Auch, ja, weil ich also ja immer wieder müssen, das ganze Buch natürlich mehrmals lesen, korrigieren. Und kann dann immer bei der gleichen Stelle. Es hat eben auch lustige Sachen, schmunzeln, dann halt Sachen, die wie Tränen. Also wie immer das nochmal alles durchlebt. Und ich glaube, das ist das Buch, das so erfolgreich macht, weil es so ehrlich ist und auch sehr emotional. Auch. Also alles, in alle Bereiche. Oder? Also Freude und Leid zusammen. Weil man auch viel erfährt und auch über Mentaltraining, wo ich alles erzähle. Ich habe ja sehr in dem Bereich auch geschafft, wo man auch etwas mitnehmen kann aus dem Bereich. Also man kann viel lernen von den geistigen Techniken oder was geistige Nahrung für die Seelen ist. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Kategorie, Dennis. Und ja, die ist unsere letzte, die heisst zum Schluss der Schuss. Ja, und bei dieser Kategorie musst du möglichst viele Punkte aus dem Studio erreichen mit unserer Dartscheibe. Bist du gut im Darten? Ja, ja, sehr, da hole ich sicher super viele Punkte. Nein, alles, ich bin überhaupt nicht gut. Mit Wurfspiel? So. Alles mit Finger, Arm ist überhaupt nicht so. Also Schicklichkeit? Was, ja, nein, das habe ich auch noch nie gesagt. Ja. Hätte noch unter die Rubrik gelaufen. Nein, überhaupt nicht geschicklich. Kein aber auf dem Eis bist du dafür geschicklich gewesen, oder? Also, ja, das, aber das ist etwas ist anderes. Das ist nicht das feine Zeug, malen, zeichnen, Katastrophe. Du bist lieber auf dem Eis stark und ausbalanciert. Ja, ja, aber das werdet ihr jetzt sehen. Ich werde da wirklich mega durchpunkten. Also bei uns sind die Frauen immer besser gewesen, muss man sagen. Die Männer sind immer gekommen und zu gross angegeben. Ja, ja. Ich glaube, also ich habe jetzt super. Okay, du hast mal die erste Pille Tonne und tschüssen. Oh, oh ja, ui. Obla. Es null, genau. Geschieden hinter die Wand. Es 13. Ah, ja, knapp am Dribbler vorbei. Oh. 13 Punkte, glaube ich. Perfekt, das sind 13 Punkte, die du geschossen hast. Also sogar meine Glückszahl. Sogar. Also, ich glaub, Lucky liest, Punch. Liegst du im guten Mittelfeld bei uns, genau. Okay. Jetzt haben wir auch noch etwas kleines Erfreuliches für dich zum Abschluss bei uns in der Sendung. Und zwar kommst du noch auf unser Geschenk rüber. Und zwar muss ich das schon unter den Tisch. Von unserem Partner, von Fleurop, kommst du eine Blumenbox über. Oh, danke. Die kannst du sicher in deiner Wohnung auch gut aufstellen. Das ist echt? Das sind echte Blumen. Unten drin hat es noch Wasser, also muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ein bisschen. Ja, und dann vorsichtig. Genau. Ja. Perfekt. Ja, muss man dann auch sagen, wie pflegen. Ja, genau. Haben wir die auch noch etwas dazu, wo man die gar nicht mitgeben kann? Genau, dann siehst du gerade, wie das pflegen kannst. Danke vielmals, mega schön. Danke dir, Dennis. Was sind noch deine weiteren Projekte, die noch anstehen? Kannst du uns schon etwas verraten? Ja, also jetzt war crazy Winter. Eben mit so vielen Medienterminen. Und jetzt habe ich dann mal endlich Ferien. Und nachher geht es auch mit dem Training für den Schweizer Eislaufverband los. Und natürlich auch durch den Sommer mit meinen eigenen Schülern. Und das sind jetzt so schon Projekte, die kommen. Also auch durch den Sommer einerseits Engagements für Laureus Foundation, wo ich Botschafterin bin, dort mache ich viele Projekte. Und andere Projekte, die auch schon auf den Winter gehen, die Fernsehen betreffen oder auch Werbung, etc. So Sachen.
Und da darf ich noch nicht alles sagen. Sehr gut. Freuen wir uns drauf. Hey Dennis, okay. Danke schön, bist du da gewesen. Ja, sensationell. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Nein, hat Spass gemacht. Danke vielmals. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder in 2 Wochen bei uns reinschaut. Dann gibt es eine neue Ausgabe von Sensationell. Macht's gut und bis dann.